Und moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seven Days to Die. So, wir kriegen schon wieder Besuch und wir haben Tag 107. Fast 7 Uhr. Der beste Tag also für eine kleine Horde. Ups. So. So. So, die Frage ist, was machen wir heute? Was machen wir heute Schönes? Ja. Krieg ich vielleicht einen Double-Kill hin? Na, na, das sieht... Oh. Leider nicht, aber so. So, das war's. Ja, gut, sehr gut. Ja, also ich werde, glaube ich, nochmal so ein bisschen die Zeit nutzen und noch so ein bisschen aufwerten, beziehungsweise nochmal so ein bisschen reparieren. Tut mir leid, dass wir dann halt wieder so viel... Eben halt so viel reparieren, so viel machen, aber das nützt nichts. Wir müssen momentan so ein bisschen auf den Stand kommen. Ich habe nochmal geguckt. Momentan sind wir vom Material her eigentlich ganz gut aufgestellt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also sind wir noch nicht mal gezwungen, unbedingt jetzt rausfahren zu müssen, aber wir werden das auf jeden Fall machen. Also wir werden auf jeden Fall wieder einen Roadtrip machen. Wir haben jetzt ja schon wieder Tag 107. Das heißt, an Tag 105 hatten wir die letzte Horde. Das heißt, Tag 112 kommt die nächste Horde. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 5 Tage Zeit, uns noch ein bisschen aufzubauen. Eigentlich müssten auch die Blades eigentlich mittlerweile fertig sein. Die Blades müssten fertig sein. Das können wir gleich mal gucken. So. Zack. Da haben wir nämlich auch ein bisschen was davon. Da haben wir noch schon ein paar Klappen gebaut. Die könnten wir gleich setzen. So, dann haben wir die Blades fertig. Dann haben wir hier noch ein bisschen davon. Das ist auch gut. Und Beton haben wir auch. Da läuft es hier auch wunderbest weiter. Da warten wir nochmal ganz kurz. Dann können wir hier gleich noch... Nicht Bullet-Tipps, sondern wie heißen die Hülsen? Die Hülsen können wir gleich mal herstellen. Geschossspitze müssen wir eigentlich auch nochmal. Eine Geschossspitze können wir grandioserweise machen. So. Und dann machen wir auf Nummer 50 Hülsen fertig. So. Munition nochmal wegpacken. Das kann weg, das packen wir drüben rein. Jo. Das können wir mal blau angehen. Hatten wir jetzt Beton mit dabei? Ein bisschen. Wir haben immer noch unser Wasser wieder nicht abgeholt. Ich hole immer nie mein Wasser ab. Einmal in 24 Stunden sind die eh voll. Wir hätten schon viel mehr Wasser haben können. Hier an den Seiten hätte man auch noch mal so eine kleine, wegen Arbeitsschutz hätte man hier noch mal ein paar Geländer noch mal hinbauen können. Haben wir auch wieder nicht gemacht. Mann, 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 Mann. So. Stimmt, und ich wollte in der Nacht eigentlich auch, das wollte ich auch gemacht haben, eigentlich in der Nacht hier noch mal ein bisschen, oh, in der Nacht eigentlich noch mal hier die, oder war das auf dieser Seite? Genau, die wollte ich eigentlich weghauen, da bin ich auch noch nicht zugekommen. Wie das halt so ist. So, ich weiß aber auch gar nicht, ob wir hier die setzen können. Die können wir, glaube ich, nicht umraufsetzen. Warte mal. Die können wir schon umraufsetzen, aber ich glaube, wir brauchen dafür erstmal die... Können wir die auch nach innen öffnen? Auch echt jetzt? Wieder ein Schreier, ne? Oh, wisst ihr, ich hab dich doch gerade gesehen. Nicht gesehen, gehört. Wo ist der Mutti? Das sieht so in der Mitte, das Symbol sieht so ein bisschen aus wie das von Umbrella, oder was? Die Umbrella Corp. Oha. Ja, ist doch gut jetzt. Geh doch weg. Da müssen die sowieso weghauen. So. So, na komm schon. Ich glaube aber, das geht so nicht. Das geht, glaube ich, nur, wenn wir da einen Frame reinpacken. Ich glaube, anders geht das sonst nicht. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich erstmal die
Tatsächlich erstmal die Electric Fences, glaube ich, jetzt mal reinbauen. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht. So, aber dann können wir wenigstens gucken, ob das mit den Blades hier funktioniert. So, da können wir gerade nicht. Die müssen wir sowieso weghauen. Also die müssen wir auch weghauen da oben, leider Gottes. Ah, ich habe es immer noch nicht ausgemacht. Kommen wir eigentlich hier? Ah, die ist irgendwo da. Die ist irgendwo da in Gange. Achso, was wir vielleicht nochmal gucken können. Da ist ja... Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir die... Ach, scheiße. Wo wir den Tunnel sonst mal reinbauen können. Obwohl, das können wir auch selber festlegen. Ich glaube, das ist sowieso eleganter. So. So, das hauen wir mal weg. Obwohl, das ist auch nicht dumm. Überlege ich gerade mal. Also könnte man noch von unten verteidigen. Wisst ihr, was ich meine? Man könnte von der Sache her, könnte man das zum Beispiel so bauen. Und wenn wir sowieso schon Tunnel haben, könnte man die auch von unten wegballern. Im schlimmsten Fall, wenn wir zum Beispiel mal verrecken sollten, dann spawnen wir wieder hinten bei der Basis. Aber das ist auch doof. An sich ist es blöd. An sich ist es blöd. So, machen wir nochmal zu. Das machen wir noch komplett zu, wenn schon richtig. So, wo ist mein Wegtüch? Da ist mein Wegtüch. So. So, sehr gut. Dann könnten wir gleich mal gucken, wie das mit Rotating Blades ist. Müssten die also, wenn, dann hier setzen. Das ist natürlich schade. Das macht also keinen Sinn an dieser Stelle. Das heißt, müssten die dann da setzen. Müssen die hier setzen. Nützt nix. Was wir auch immer machen sollten, ist dann so ein Zeitrelais mal reinsetzen, sodass das dann sich hier auch mal abschaltet. Morgen nicht. Oder zumindest kurz danach. Ich verstehe nicht, warum die nicht hierher kommt. Was man auch machen könnte. Es ist natürlich jetzt blöd, dass wir das Ding gesetzt haben. Wenn wir zum Beispiel... Wir haben noch diese Frames. Wir haben noch diese Frames, wo wir... die wir bei unserer Hauptbasis haben, wo wir halt die Löcher drin haben, ne? Wenn wir das hier ebenerdig bauen und dann da drunter die setzen, dass wir dann hier quasi da drüber diese diese Löcher haben und hier drunter darunter dann die Blades. Aber es ist auch, glaube ich, kacke. Ich glaube, wenn die würden wahrscheinlich eher die Dings weghauen. Die Rotating Blades. Ja, ich glaube, das hat keinen Wert. Ich glaube, das bringt's nicht. Das hat, glaube ich, keinen Wert. Das hat, glaube ich, keinen Wert. So, dann kloppen wir uns hier nochmal runter. So, beziehungsweise da in der Ecke. Wo sind wir jetzt hier? Okay. Aber ich weiß nicht, wo wir unten landen. Das ist das Problem. So, kümmern wir uns erstmal um die Schreiertante oben. Gib mir nämlich mächtig auf den Pinsel. Müssen wir nicht erstmal so ein bisschen erstmal dafür sorgen, dass wir auch vernünftigen Zugang haben.
So, dann gehen wir runter mal in den Keller und dann bauen wir uns da gleich mal so einen netten kleinen Zugang hin. Auch wenn das eine weitere Baufolge ist, aber das hatte ich ja schon angedroht. Wir müssen eben halt so ein bisschen ein paar Sachen mal vorbereiten und umbauen. Damit wir auch rechtzeitig fertig werden mal. So. So. Da hätten wir tatsächlich... Ich will nur hoffen, dass sie sich dann nicht nach unten wegkloppen. So. Also sind wir schon fast genau an der Stelle. Also wenn wir hier, das ist schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, da kommen wir schon etwa in die Richtung. Ich mache mir hier mal einen Marker hin. Und weiß ich in etwa, wo wir uns runtergraben müssen. Ist dann eben halt nur die Frage, ob die sich tatsächlich... Ob die auch versuchen, dann durch den Keller irgendwie durchzukommen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil ich sag mal, wenn wir jetzt wirklich Hordennacht haben... Obwohl, naja gut, es könnte vielleicht... Theoretisch könnte es sein, wenn wir in der Nacht eine Horde kriegen... In der Nacht eine Horde kriegen, so eine normale Wanderhorde. Dass sie dann sagen, hey... Wir sehen da tatsächlich einen Weg. Und zwar durch die Hedge hier unten. Durch die Hedge hier unten, in das Lager rein. Das könnte natürlich sein, das könnte passieren. Ja, wir sind schon sehr nah dran, ne? Also, das passt schon. Oh, warte, vielleicht sollten wir nochmal gerade... so. So. Einmal das, dann Rotating Blades, die müssen wir dann halt so setzen, ist zwar nicht ganz optimal, aber auf die, naja, auf die Chance dann, dass wir zumindest ein paar Zombies so ein bisschen beeinträchtigen können damit. Oh, warum kann ich jetzt hier nicht setzen? So, jetzt. Ist zwar nicht ganz optimal, aber mittig können wir die halt nicht setzen, das ist doof. So, okay. Perfekt. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob die Zombies da spitz drauf gehen. Auf diese... Auf die Hedge. Das würde mich mal interessieren. Nicht, dass sie versuchen, durch den Keller näher reinzukommen in der Nacht. Feral mache ich mir eigentlich nicht so wirklich Gedanken, weil die uns ja dann halt im... In unserer Feral-Base, also wenn wir oben drin hocken, eigentlich da anpingen und nicht, wenn wir hier unten in der Basis sind. Ich glaube, das interessiert die, glaube ich, nicht. Mal zwei Hubs, dann bist du drin, ne? Das ist unglaublich, ey. Gerade am Anfang. Ah, okay. So, wo haben wir denn... Theoretisch in die Richtung. Oh, bottlen wir uns nochmal ein bisschen durch. Dürfte ja nicht mehr weit weg sein eigentlich. Müssten eigentlich fast da sein. Eigentlich eher so in die Richtung. Okay. Ah. Perfekt. Sehr schön. Dann haben wir hier schon einen kleinen Gang.
Das müssen eigentlich... Wo müssen wir denn die Dings hinbauen? Wir gucken in die Richtung. Das heißt, wir müssen dann eigentlich idealerweise hier kloppen. Dass wir nämlich da Frames setzen können. Sehr schön, sehr schön. Das passt ja. Und ich habe das noch nicht mal gewollt. Eigentlich war das gar nicht gewollt. Ich hatte den Gang hier, glaube ich, schon länger gebaut. Und dann hatte ich nur gesehen, dass es so grob passen könnte. Und dann habe ich dann halt einfach gesagt, ja, okay, super. Dann bauen wir uns sonst hier sonst mal hoch. Ist doch fein. So, bauen wir uns hier hoch. Dann haben wir dann gleich einen Gang. Dann hätten wir so einen kleinen Wartungsgang. Ist doch super. Oh! Oh, das war... Oh, oh, oh. That was very knapp zu sein. That was very, very knapp. Das wäre jetzt ein lecker Beinbruch gewesen. Und dann haben wir es gleich. Dann haben wir gleich unseren Wartungsgang. Haben wir auch mal eben fertig gemacht. Ach Mist. Ups. So, zack. Gut, dann haben wir das auch gleich. Haben wir spontan fertig gemacht. So. Was ist mal? Da können wir mich ganz entspannt mich hochlatschen. Ich will nur hoffen, wie ich schon sagte, dass die Zombies sich daran nicht vergehen hier an der Leiter. Nicht, dass sie dann sagen, oh, guck mal, da ist super, da hat er uns ja einen kleinen Zugang gebaut. Dann gehen wir da mal nachts mal lecker rein. Also, dann muss ich nur noch den hier einmal ganz kurz abbauen. Ah. Ah. So, perfekt. So, dann sind wir nämlich hier dann auch sauber. Hier können wir schon ein bisschen weiter bauen. Ja, wir müssen eigentlich oben nochmal rein wegen dem Generator. So, und dann können wir in der Nacht hier auch gleich nochmal noch eine bessere Hedge hinbauen. Wir müssen sowieso alles auf Stahl aufwerten. Das kommt ja auch noch alles. So. Hier haben wir noch lecker Kohle. Beziehungsweise hier haben wir noch lecker Kohle. Dann haben wir drüben noch ein bisschen Nitrat. Da könnten wir also auch noch ein bisschen was herstellen. Ja, mal sehen, ob die... Die Schreier, ob die dann halt eher mich angehen, ob die dann eher die Basis hier angehen oder ob die dann versuchen, vielleicht durch die Hedge zu kommen. Also müssen wir dann mal sehen. So, da haben wir nichts mehr.
bisschen Eisen brauchen wir noch. So, du bist auch fertig. Das ist gut. Sand. Steine. So, was haben wir denn jetzt? Insgesamt haben wir 4300. Das heißt, 2150 können wir erstmal machen. Und hier machen wir den Rest. So, sehr schön. Steine. Ah, sehr gut. Ein bisschen Eisen haben wir da. Dann könnte ich mich auch gleich noch Hatches bauen. Hatches, Eisenklappe. Ach, brauchen wir tatsächlich geschmiedetes Eisen für. Aber das kriegen wir auch hin. Wenn wir nur eine richtige Kiste haben. So, dafür brauchen wir... Naja, eigentlich tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Hier brauchen wir 26. Kriegen wir davon 26 raus. Ja, gut. Wir brauchen eigentlich 26. 26 Hatches brauchen wir eigentlich. Wir brauchen ja auch noch die Hatches für die... für die Seiten. Eigentlich brauchen wir sogar noch mehr. Aber fangen wir erstmal mit denen an. Haben wir sowieso, das macht 30 Minuten Arbeitszeit. Insofern passt das schon. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Gut, wir haben noch 393. Hier haben wir auch noch ein bisschen Eisen. Das können wir eigentlich mal lecker einschmelzen. Können wir gleich mal machen. So. Zack, zack. Da kommt nichts. Das müssen wir ein bisschen switchen. Mal eine halbe Stunde reindrücken. So. Müssen eigentlich auch mal ein bisschen Eisen abbauen, ne? Ich meine, wir haben jetzt gar nicht so viel. Aber das kriegen wir auch nochmal hin. Dass wir nochmal ein bisschen... So die Grundmaterialien, die müssen wir, glaube ich, insgesamt nochmal ziehen. Ja, also Blei brauchen wir auf jeden Fall. Nitrat brauchen wir wieder mal. So für Schießpulver und Kohle und so weiter. Brauchen wir alles wieder. Und die zwei Wassersammler müssen wir auch nochmal bauen. Und das Dach müssen wir weiter aufwerten. Und die ganzen Wände müssen wir weiter aufwerten. Ach, was wir noch alles zu tun haben, ne? Ekelhaft. Ekelhaft ist das. So, drin fertig. Essen können wir nochmal weghauen. So, die brauchen wir zum Aufwerten. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, auch wenn es erst 20 Uhr ist, aber wir sind dann bei 23 Minuten, ich würde mal sagen, ich mache dann für diese Folge erstmal Schluss und mache dann nochmal ein bisschen vorbereitende Maßnahmen, nochmal ein bisschen hin und her craften, dass wir dann nächsten Tag wieder frisch, fromm, fröhlich, frei durchstarten können. Und vielleicht bauen wir noch ein bisschen weiter nächste Folge oder machen wir mal sonst eine kleine Loot-Tour. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe hier zu Hause genug zu tun, ne? Also ich kann mich hier schon sehr gut beschäftigen und das Material ist ja auch in der Mache. Von daher könnten wir eigentlich hier nochmal ein bisschen so ein, zwei Tage verbringen. Und dann haben wir nachher dann schon wieder Tag 110, Tag 112 ist die nächste Horde. Ja, dann müssen wir schon so langsam wieder bei. Vor allem müssen wir so langsam auch wieder kochen. Ne, wie man es ja sieht unten links, so langsam schiebe ich wieder Hunger. Also das heißt, wir müssen also langsam auch mal wieder ran. Nun gut, aber dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder, wenn wir nochmal wieder Dinge tun. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.